Boah, war jetzt ziemlich anstrengend, oder? Ja, aber war doch eine gute Sendung. Wir haben es geschafft. Ich bin zufrieden. Sag mal, was hast du eigentlich gemacht in der Zeit, in der ich alleine moderiert habe? Entschuldigung, ich habe die ganze Sendung am Laufen gehalten. Wir gehen ins Studio in 3, 2, 1. Hallo Yannick. Was ist mit dem Ton los? Warum hören wir Yannick nicht? Fast aus wie ein Guinness. Was macht diese schöne, sehr schöne Farbe gerade mit dir? Yannick? Irgendwas stimmt nicht mit Yannicks Mikrofon. Oh. Ja. Ja, wir haben ein Problem mit dem Ton. Yannick? Yannick, kannst du mal Yannick das Handmikro geben, bitte? Ja. Danke. Mach ich. Ich hab gleich getrunken, ich hab nicht gerochen. Ja, riech mal und sag mal, was du riechst. Das ist wichtig. Das ist sehr lecker. Vielleicht sollten wir nicht zu viel trinken. Sag mal, Clarissa, was ist denn noch alles passiert, nachdem wir bei dir waren? Oh, ziemlich viel. Hallo Yannick! 2 Wochen gehen wahnsinnig! Wahnsinn! 2 Wochen gehen wahnsinnig schnell rum. Hast du auch das Gefühl? Ja, tatsächlich. Es fühlt sich schon fast ein bisschen an wie Routine. Es fühlt sich richtig gut an hier im Hotel Yannick und Yannick. Da ist auch schon wieder unser Portier, der Chef-Concierge, Joshua. Schön, dass du da bist. Wir kommen nachher noch zu dir. 2 Wochen gehen schnell rum, aber wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt bei Yannick und Yannick an den Empfangsgeräten daheim. Ganz genau, und ihr habt es wahrscheinlich schon eben gehört. Wir haben auch ein wunderbares Publikum hier im Studio. Da drüben ist es. So ein schönes Gefühl. Heute zu Gast haben wir Merle Giebeler, die sehen wir dann später noch in der Sendung. Genau, außerdem sehen wir noch, wir haben einen Ausflug gemacht nach Hannover, da freue ich mich auch schon drauf, da war die Kamera nämlich dabei. Ja, schön, dass du dich freust. Ein Ausflug macht auch ein unbewaffneter Soldat von der Bundeswehr, der wird jetzt in den Jemen geschickt. Parallel dazu gibt es schon die ersten Pläne, einen Astronauten ohne Sauerstoffflaschen auf den Mond zu schicken. Ja, tatsächlich. Aber ein unbewaffneter Soldat würde in der Schweiz ja immerhin reichen, sogar um das Land einzunehmen. Gut, aber jetzt mal im Ernst, ein unbewaffneter Soldat, was soll der da machen? Ist es der neue Sales Manager von Heckler & Koch oder bedankt er sich einfach nur bei allen toten Jemeniten für 400 Millionen Euro deutsche Rüstungsexporte? Puh, ja, erstmal ein Downer. Aber man muss tatsächlich sagen, wir sind natürlich froh, dass die Alliierten zum Beispiel damals nicht nur einen unbewaffneten Soldaten nach Deutschland geschickt haben. Das stimmt, ja. Und apropos Amerikaner, die uns Kultur bringen, Mitte Mai tritt Madonna beim Eurovision Song Contest auf. Die USA steigert damit ihre Exporte von Botox, ledriger Haut und Echthaarperücken um 95%. Mhm. 1,15 Millionen Euro kriegt sie dafür. Bezahlt wird das Ganze von einem israelischen Milliardär. Und der hat außerdem auch noch die Jungfernfahrt der Titanic, die Duisburger Love Parade und tatsächlich auch die erste Staffel Yannick und Yannick finanziert. Echt? Ja. Ja gut, bis auf die erste Staffel Yannick und Yannick waren das ja alles erfolgreiche Projekte. Aber man muss es ihr schon zugutehalten, der Madonna. Immerhin verzichtet sie auf das wöchentliche Bingo-Spielen im Altenheim. Keine Bingo-Fans in der Runde? Bingo? Es war nicht mehr so ein Ding. Da hinten. Tatsächlich ist sie aber nicht die einzige alte Frau, die nicht so richtig verstanden hat scheinbar, dass ihre Zeit so ein bisschen abgelaufen ist. Time goes by. So slowly, time goes by. Wir kommen zu Theresa May, der Dancing Queen Europas. Wobei, warte mal, ist die eigentlich noch Europäerin? Es ist so verwirrend. Ja, es ist super verwirrend. Die Briten sind momentan so ein bisschen wie die Kaugummis unter Schultischen. Niemand will sie da haben, aber sie kleben einfach fest. Man weiß jetzt nicht, ob es an Kaugummis lag, aber Theresa May hat Diabetes. Bei der Untersuchung damals fand man unter anderem auch noch einen Stock im Arsch und erste Anzeichen von Dezidophobie, der Angst vor endgültigen Entscheidungen. Was viele ja tatsächlich auch nicht wissen, mit vollem Namen heißt sie eigentlich Theresa Maybe. Ja, die Queen findet Theresa May nicht so dolle. Ja, also das Ganze hin und her, das ist ihr einfach viel zu viel. Und Gerüchten zufolge versucht sie jetzt auf alte, bewährte Weise in einem Tunnel bei einem Autounfall loszuwerden. Der Brexit bewegt die Menschen auf der ganzen Welt.
nicht nur bei uns im Studio. Wir fragen uns, was sagen eigentlich die Leute in Kolumbien zum Brexit? Haben wir da jemanden? Ja, wir haben den Nils, der steht noch in Bogota, der ist immer noch dort. Ich rufe da gerade mal an. Sag mal, hallo Nils. Ja, wie sieht's denn aus? Was halten die Menschen in Kolumbien vom Brexit? ¿Qué opinan los colombianos del Brexit en Europa? No nos afecta. Also anscheinend interessiert das die Kolumbianer überhaupt nicht. Okay, gut, vielen Dank, Nils. Dirk Nowitzki hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass er seine Karriere beendet. Das finden wir sehr schade, wir mögen ihn sehr gerne, deswegen wollen wir auch keine Witze über ihn machen. Oder auf Polnisch, Nowitzki. Jetzt haben wir noch was für die Serienfreunde hier. Morgen startet die letzte Staffel Game of Thrones. Ich habe auch neulich meinem Opa davon erzählt, aber Geschichten über Schnee, Sexorgien und Tod kannte er schon aus Moskau. Ja, tatsächlich. Alle sind im Game of Thrones-Hype, alle sind im Mittelalter-Fieber. Das kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen. Bei Mittelalter denke ich immer an Gouda. Ein Witz, der reifen muss. Mir geht's da ähnlich. Ich frage mich auch irgendwie, wer Game of Thrones schaut. Wenn ich irgendwie Bock auf Intrigen, Inzest und Blut habe, schaue ich in aller Freundschaft. Mhm. Viele Grüße an die ARD. Wir fragen uns natürlich, wer schaut Yannick und Yannick. Joshua, hast du da ein bisschen Überblick darüber? Schneewittchen und die sieben Zwerge sind da. Die holen sich noch Popcorn, haben vor 4 Minuten geschrieben, dass es gleich losgeht. Und Jonathan Ostländer hat Hallo geschrieben. Hallo Jonathan. Natürlich sind auch alle anderen herzlich willkommen, im YouTube-Chat teilzunehmen an unserer Sendung, zu schreiben, wie es ihnen geht, was sie so sagen wollen, was auch immer. Ich lese das dann gelegentlich vor. Und unter dem Hashtag Yannick und Yannick in den sozialen Medien sind wir auch immer erreichbar. Ja, danke dir, Joshua. Tatsächlich muss man ja sagen, wir haben heute ein tolles Publikum und das macht schon auch Spaß, oder? Also ich habe auch gesehen, da war Leidenschaft bei dir, als du die Witze erzählt hast und die Leute haben gelacht. Das ist auf jeden Fall, also für mich ist das was, was ich auf jeden Fall brauche. Ich brauche das Feedback, ich brauche das Publikum, nur dann geht es mir gut. Was ich allerdings nicht brauche, sind schlechte Freunde. Es ist diese herrliche Stuttgarter Morgenluft, die Sonne scheint und Yannick, der frühstückt gerade mit Sarah, das ist eine Freundin von ihm aus Köln. Und er denkt, dass die beiden heute ins Musical gehen, weil Sarah Karten gewonnen hat. Das habe ich mir leider nur ausgedacht, das ist alles ein Fake. Stattdessen fahren wir zusammen nach Hannover und machen da Stand-Up-Comedy. Und Yannick hat die Autofahrt Zeit, sich darauf vorzubereiten. Wie das klappt, das sehen wir dann heute Abend. Ich bin super gespannt. Ich glaube, jetzt sollten wir ihn doch auch mal einweihen, also ab in den 7. Stock. Hi Yannick, bist du schon soweit? Alles fit? Können wir loslegen? Oder frühstückt ihr noch? Oder sollen wir. Ach komm, wir kommen erstmal rein, würde ich sagen. Komm, wir setzen uns erstmal. Ah, Mensch, soll ich mich mal setzen? Ja, setz dich doch erstmal. Ich setz mich mal. Bist du bereit? Heute der große Auftritt? Heute Abend? Text kennst du? Hast du alles drauf? 5 Minuten. Oder du guckst ein bisschen fragend. Sag mal. Kann das sein, dass wir das vergessen haben, Yannick zu sagen? Was? Also, ich dachte, du sagst ihm das. Ah, und ich dachte, also, du sagst ihm das. Scheiße. Jetzt so ein bisschen spontaner. Wir machen heute Stand-Up-Comedy in Hannover. Ja, genau. Ach Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber du jetzt wahrscheinlich auch. Du darfst nochmal duschen, Sachen packen und dann legen wir auch gleich los. Gehen wir nicht ins Musical? Ach so, ja, das Musical, nee, das Musical, das war ein Fake leider. Das tut mir leid. Aber wir mussten sicherstellen, dass du auch Zeit hast. Okay. Wir schlafen in Hannover, all das ist geregelt, für Speisen und Trank ist gesorgt. Oh Mann, komm her. Das wird super. Jutti, dann geh ich mal duschen. Dann kann der Kamera aber auch mitkommen. Wir haben mit vielen Reaktionen gerechnet, aber es war verhältnismäßig ruhig. Ich glaube, er muss den Schock noch ein bisschen verdauen. Aber wir müssen jetzt auch mal die Technik aufbauen, ne? Also dann, bis im Auto. Auto steht bereit. Wunderbar.
sogar personalisiert, ne? Yannick und Yannick on board. Ist das nicht schön? Ja, einsteigen. Ganze Gentleman. Ja, Yannick, hast du dich inzwischen ein bisschen beruhigen können? Freust du dich? Ruhig war ich vorhin auch schon. Aber freuen ist vielleicht ein großes Wort. Hast du denn schon irgendwelche Ideen, kamen dir unter der Dusche schon Ideen, über was du Witze machen kannst? Ja, klar. Ja, aber die werde ich jetzt nicht dir verraten. Nee, okay, das stimmt gar nicht. Schreibmaterial. Wunderbar. Dann würde ich sagen, fang an zu schreiben einfach, oder? Wenn du vielleicht noch Inspiration brauchst. Ich habe mir auch gedacht, der Yannick, der kriegt das hin, das traue ich ihm zu. Das auch in so kurzer Zeit was Lustiges sich auszudenken. Aber wenn nicht, dann lasse ich dich doch auch nicht ins offene Messer rennen. Das ist ein Witzebuch. Ja, ich habe ein paar Witze ausgedruckt. Alles ja, schön. Nee, Leute, jetzt. Lies doch einfach mal ein paar vor. Haben wir neulich ein Dach gekauft, ging aufs Haus. Ja. Ja, kurz, aber gut. Sie sind stark übergewichtig. Patient, da hätte ich gerne eine zweite Meinung. Arzt, hässlich sind Sie auch. Mama, ich bin doch jetzt 14. Bekomme ich endlich einen BH? Nein, Günther. Wieso hat die Mama so eine männliche Stimme? Nein, Günther. Es sind nur Männer in der Familie. Es geht immer auch so ein bisschen. Nein, Günther. Es geht immer auch so ein bisschen, wie man es delivert, ne? Das ist mein Humor. Mein Penis war im Guinness-Buch der Rekorde. Dann hat man mir das Buch weggenommen und mich aus der Bibliothek geworfen. Unterhalten sich zwei Kerzen. Ist Wasser eigentlich gefährlich? Davon kannst du ausgehen. Einmal großartig. Deine Entscheidung. Dann musst du halt selber schreiben. Ja. Yannick ist ja jetzt gerade Zeitung holen. Und klar, das Ganze ist heute hier da, damit wir auch ein bisschen den Comedy-Beitrag machen. Aber natürlich brauchen wir auch ein bisschen, wir wollen natürlich auch ein bisschen Spaß im Team haben. Ne? Peter, mach Musik an. So, hier. So, Katharina, du auch. Jeder hier. Ich habe jetzt ein bisschen was zum Recherchieren. Weißt du, dass ich fahren muss? Ja, komm. Entweder alle oder keiner. Okay. Willst du auch einen Klopfer? Wir sind im Partymodus gerade so ein bisschen. Wenn schon, dann können wir, also, wenn ihr sowas schon macht, dann würde ich auch gerne irgendwie arbeiten. Ne? Ja, wir wollen noch ein bisschen Party machen. Also ich meine, das ist ja jetzt schon auch so ein bisschen Teambuilding, ein bisschen wir als Team sind unterwegs. Dann leg das mal zur Seite. Ich hab also ich drehe Recherchematerial. Groß. Yannick, auf dich, ne? Ja, das ist super ekelhaft. Ich liebe Kümmel, aber das? Mach mal lauter! Hier ist für euch Yannick! Ich kann nicht. Ja, der arme Yannick, damit hat er bestimmt nicht gerechnet. Es gab auch ein paar Mitleidige hier, Seufze im Publikum und im Chat hat noch niemand reagiert, die scheinen es irgendwie alle kalt zu lassen. Yannick, was ist denn... Surprise, Bitch! Damit habt ihr nicht gerechnet. Aber jetzt ist Schluss mit Yannick und Yannick. Wenn wir ehrlich sind, wollt ihr alle sowieso viel lieber India und Till sehen. Und ihr fragt euch, wie haben die beiden das gemacht? Wo sind Yannick und Yannick? Dafür werfen wir mal einen Blick in den Backstage-Bereich. Sendeformate aus... Du, sag mal, hast du auch den Eindruck, das Publikum ist heute irgendwie nicht so richtig wach? Das ist wahnsinnig enttäuschend. Ja. Also, ich weiß nicht, was da los ist, weil an uns kann das nicht liegen, aber ich finde es schade. Ja, vor zwei Wochen kam da viel mehr. Ja, und ich meine, man moderiert halt auch ganz anders, wenn da irgendwie was zurückkommt von denen. Ist der Beitrag eigentlich jetzt bald vorbei? Nee, die holen uns. Ja? Ja, alles gut. Was hattest du denn letztens von einem Cousin noch erzählt? Von Buxti? Tja, wie sich herausstellt, ist es ziemlich einfach, zwei komplette Vollidioten über einen längeren Zeitraum ziemlich effektiv abzulenken. Aber wir nutzen diese Sendezeit natürlich auch effektiv. Mit Unterhaltung der höchsten Qualität, mit den zwei hübschesten Gesichtern, die Funk und Fernsehen zu bieten haben. Was jetzt folgt, ist die Zukunft der Television. Sendeformate aus dem Olymp der Fernsehgötter.
Und damit herzlich willkommen zu Probieren ob, der Show, in der wir die Talente unserer Kandidaten auf die Probe stellen. Unsere erste und einzige Kandidatin heute ist India. Du bist ja schon Hallo. Da. Hallo, wie geht's dir? Hallo. Ja, danke schön. India, erzähl uns doch mal, warum du heute hier bist. Ich wollte probieren, ob ich mit meiner Nase erraten kann, wer zuletzt auf diesem Sofa gesessen hat. Richtig, richtig schön, India. Mhm. Genau, ich habe hier eine Brille vorbereitet, die kannst du schon mal aufsetzen, ja, damit du auch nicht schummelst. Ja, auf jeden Fall. Genau. Dann testen wir die auch noch gleich. Ja, schön, dann begib dich doch in Position. Mhm. So, bist du bereit, India? Ja. Dann sage ich, top, wir probieren, ob India die letzten Besetzer dieses fleckigen Sofas erschnüffeln kann. Naja, die erste Person ist einfach. Zuletzt saß ich auf dem Sofa. Das ist natürlich absolut richtig. Weiter geht's, liebe India. Dankeschön, ja. Da kommt mir jetzt gerade eben eine sehr miefige Note in die Nase. Mhm. Riecht untalentiert und unattraktiv. Okay, ich brauche eine Entscheidung. Ich glaube, es ist Yannick. Das ist unglaublich. Das ist schon wieder absolut richtig. Ja, ein Applaus. Dankeschön. Ja. Dann musst du nur noch eine Person richtig erschnüffeln, liebe India, und dann hast du dein Probieren gewonnen. Das ist jetzt irgendwie schwer. Es riecht nach großer Macht, abklingender Monarchie und dem Geschlecht der Hohenzollern. Was schließt du daraus? Ich tippe auf Kaiser Wilhelm II. Das ist unglaublich. Das ist ein dritter Treffer. Drei Duftnoten, drei Treffer. Großen Applaus, India. Du hast dein Probieren gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, und bevor wir jetzt weitermachen hier in unserem Sendeablauf, schauen wir lieber noch mal in den Backstage-Bereich, um sicherzugehen, dass die beiden Idioten noch abgelenkt sind. Sag mal, holen die uns nicht irgendwann mal rein? Ja, ja. Also der Beitrag ist schon auch nicht so kurz geworden, tatsächlich. Die Aufnahmeleitung, echt schwer, die Aufnahmeleitung holt uns ja, also da machen wir jetzt keinen Stress. Zack. Okay. Hallo und willkommen zurück nach einer viel zu langen Werbepause zu Blond, Blöd und Billig. Immer noch hier bei mir ist Gastjuror Josua Michalski. Josua, es war eine sehr emotionale Woche für meine Mädchen gewesen. Absolut, liebe India. Also, wir haben mit dem Clean-Suit-Shooting einige echt an ihre Grenzen gebracht. Ja, das war wirklich hart. Josua, wer war denn dein Favorit beim Shooting diese Woche? Also, es ist absolut Till. Die sind zwar alle irgendwie gut, aber Till ist, also der sticht raus. Was die vor die Kamera bringt, das sieht man nur noch ganz selten heutzutage. Ja, wir haben auch dann schon mal Tills bestes Bild von dieser Woche rausgesucht. Das können wir uns gleich mal anschauen. Und ich meine, man kann auf dem Bild sehen, wir haben super viele sehr gute Mädchen bei uns im Wettbewerb dieses Jahr, aber Till sticht heraus mit seinem Charisma, mit seinem Aussehen. Es ist einfach bezaubernd. Aber als nächstes muss sich Till auf dem Laufsteg beweisen und unser Motto diese Woche ist hässliche Handtaschen. Wow, Till, dein Talent strahlt dir wirklich aus jeder einzelnen Pore. Was sagt das Studiopublikum? Danke schön, ja. Danke. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was ist die Expertenmeinung? Was sagt Josua? Ich bin sprachlos. Das war, das war also ganz große Klasse. Ich weiß nicht, das ist international. Mhm. Das reicht für New York, das reicht für die Fashion Week in Untertürkheim. Ja, Till, ich kann dir nur zustimmen. Es war eine wunderschöne Woche mit dir. Du hast so gut gearbeitet. Es ist nicht einfach, in diesem Wettbewerb zu bestehen. Aber du hast es geschafft. Du bekommst dein Foto von mir. Dankeschön. Ja. Das ist so eine Ehre, India. Wir sehen uns nächste Woche. Ja, und nachdem Till nun eine Runde weiter ist, haben wir noch 17 andere Kandidatinnen im Wettbewerb, die sich heute auf diesem Laufsteg beweisen müssen. Aber nur eine kann am Ende blond, blöd und billig werden. Deswegen schalten wir jetzt noch in eine 17-minütige Werbepause. Bis bald. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Till und India lesen.
Zu Beginn unserer Sendung begrüßen wir wie immer unsere hauseigene Literaturexpertin India R. Fleuch aus. Hallo! Hallo India! Hallo. Ja. Genau, mach's dir gemütlich. Genau, einen Tee habe ich. Stößchen. Was hast du uns denn diese Woche für einen Literaturschatz mitgebracht? Oh, ich habe euch was Tolles mitgebracht. Ich habe da drüben was vorbereitet. Ich habe letzte Woche Charlie und die Schokoladenfabrik gelesen. Mhm. Und dann habe ich mich durch das Gesamtwerk des Autors gegraben, habe Bücher gefunden wie Mathilda, aber auch diesen Schatz. Onkel Oswald und der Sudankäfer aus dem Jahre 1981. Ja, India, ich sag dir ganz ehrlich, als ich gehört habe, dass wir uns diese Woche mit diesem Klassiker beschäftigen, da hat mein Herz Freudensprünge gemacht, nach all den Jahren mal wieder. Ich finde, klar, man sieht es, es sieht schon gut aus, aber auch der Klappentext, kurz und prägnant, ein Zitat von Onkel Oswald, unserem Protagonisten, zugegeben, ich bin fürs Saftige. Da fängt schon an. Ich meine, nach dem Umschlag hat man natürlich auch hohe Erwartungen. Charlie in die Schokoladenfabrik, das sind keine einfachen Fußstapfen, in die man treten muss. Yeah. Aber Onkel Oswald schafft es einfach. Auf Seite 29 geht der Autor nämlich bereits in die Vollen mit einem Zitat, das ich so gut finde, dass ich es vortragen möchte. Mhm. Da steht nämlich Folgendes. Noch eine Minute und mein Glied stand so fest und aufrecht wie ein Segelmast. Ja, in der diese Wortwahl, diese Emotionalität, ein Stück weit, also klar, das Feuer packt Onkel Oswald hier schon ordentlich in der Leistengegend. Und ich finde, das überträgt sich einfach an der Stelle auch schon auf den Leser. Und das hat mich bis zum Ende auch nicht mehr losgelassen. Sage ich ganz ehrlich, es geht dann auch schnell weiter. Auf Seite 37 steht schon das nächste Zitat, was ich gerne einbringen möchte hier. Ich wollte Ihnen sagen, was ich möchte, flüsterte sie sanft. Ich möchte, dass Sie mich ficken und ficken und ficken. Ich möchte, dass Sie mich zu Tode ficken. Da weiß man gar nicht, was man sagen soll bei dieser emotionalen Tiefe, die dieses Buch einfach mit sich bringt. Ich meine, ich liebe die Art, wie hier die Erotik so verspielt und ein bisschen durch die Blume hindurch gesagt wird und der Autor trotzdem es schafft, unverblümt seinen Wunsch nach Liebe und Geborgenheit auszudrücken. Das ist für mich einfach Kunst. Ja, da stimme ich dir absolut zu, India. Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Ich möchte zum Abschluss unseres Diskurses mit meinem persönlichen Höhepunkt schließen. Mhm. Der findet sich recht spät auf Seite 231. Mit einem dumpfen Plopp flutschte mein Skrotum voll in den Sog und rutschte ins Abflussloch. Ja, ich weiß. Das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Ja, genau. Klar, wir kennen das alle aus dem Alltag, sage ich mal. Ist was, was wir kennen, aber wie der Autor das hier in Worte packt, das ist... Das ist einfach krass. Aber jetzt müssen wir auch nochmal schauen, wie Yannick und Yannick gerade im Backstage-Bereich beschäftigt sind, die wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren kein einziges Buch in den Händen gehalten haben. So. Am Ende möchte ich aussehen wie eine Prinzessin. Ja, natürlich. Das schaffen wir. Das schaffen wir, wenn du da gleich rausgehst. Ja, und dann... Also, und dann... hat er mich aus Versehen angerempelt. Ach was. Ach, gesagt, was stehst du denn so doof im Weg rum? Und ich war da doch nur mit den Akten und ich musste ja dort sein. Ja, also so ist das ja immer. Oft wird man ja auch, also mir wurde schon oft unterstellt, ich sei ja im Büro wie ein Esel auf Stöckelschuhen. Da Yannick und Yannick, die zwei Vollidioten im Backstage-Bereich, immer noch beschäftigt sind, haben wir beschlossen, ein Lied auf unser eigenes Wohl vorzutragen. Genau, dafür würden wir jetzt alle hier im Studio einmal bitten, aufzustehen und die Hand aufs Herz zu legen. Genau, ja. Dankeschön. Das Lied trägt den kurzen, prägnanten Titel Fernsehgötter. Komplimente und Applaus für India, Rose und Till. Wunderschönes Fernsehgötter. Was passiert da? Alles, was ist da denn los hier? Sag mal, was macht ihr hier in unserem Studio? Raus aus unserem Studio! Was für eine Scheiße hier! Ja, haben das alle gewusst hier? Kamera. Haben das alle gewusst? Ihr wart alle eingeweiht? Stehen da mit dem... Das war gar nicht die Nationalhymne. Witzig. Sehr witzig. Fast so witzig ist übrigens der Beitrag in Hannover, Teil 2. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Hi Yannick, bist du schon soweit? Können wir loslegen? Die einen, die mit unerwarteten Situationen nicht umgehen können. Jetzt so ein bisschen spontaner. Wir machen heute Stand-Up-Comedy in Hannover. Und die anderen, die dann erst richtig aufblühen. Das wird super. Ja, glaube ich auch. Zu welcher Kategorie ich gehöre,
werden Sie sich ja denken können. Einen wunderschönen guten Abend, geht's euch gut? Ja, und jetzt bin ich hier, aber keine Angst, für euch ist es, wir sitzen da im selben, aber keine Angst, für euch ist es genauso schlimm wie für mich, wir sitzen da im selben Boot. Einmal habe ich gesagt, ich würde ja duschen, aber ich glaube, die Kinder in Kenia brauchen das Wasser dringender als ich, Mama. Ich wusste nicht mal, was Kenia ist. Ich hatte das aus dem Fernsehprogramm. Wenn andere Sender gelaufen wäre, hätte ich gesagt, Mama, die Kinder in Mordor können das Wasser besser gebrauchen als ich. Und da war quasi jeden Tag ein Stand-up-Auftritt, denn man hatte jeden Tag 2-3 Führungen gehabt mit 50, 60 Leuten und denen musste man was erzählen. Da war nämlich so eine Ausrede, wie du gegen Gruppenzwang, wie du dagegen ankommst. Und zwar stand da, wenn Leute sagen, hey Hannes, willst du nicht ein Bierchen mit uns trinken? Dann sollst du sagen, ich kann heute nicht trinken. Ich muss noch knutschen. Und ich muss sagen, das ist die geilste Ausrede, die man haben kann für alles. Ich habe gefragt, entschuldigen Sie, werden hier eigentlich auch Filme gedreht? Und ich dachte mir so, Entschuldigung, was habe ich gerade erzählt? Yannick, wie aufgeregt bist du? Okay, deswegen begrüßt du mit einem besonders großen Applaus. Hier ist der Erste, hier ist für euch Yannick! Ja, guten Abend, mein Name ist Yannick. Ich komme aus Stuttgart und als ich erfahren habe, dass ich in Hannover einen Stand-Up-Comedy-Auftritt habe, dachte ich mir, geil, Heimspiel. Denn Stuttgart und Hannover haben eines gemeinsam, sie sind ziemlich stark vom Zweiten Weltkrieg gebeutelte Städte. Auf Wikipedia steht über Hannover, dass 90% der Innenstadt zerstört waren. Aber dort steht auch, das Vorurteil, eine graue und gesichtslose Stadt zu sein, hat Hannover abgestreift. Da sage ich erstmal Respekt, da seid ihr den Stuttgartern schon mal einen Schritt voraus, denn die Stadt ist so hässlich, da würde ein dritter Weltkrieg auch nichts mehr ändern. Der Grund, warum ich jetzt hier bin, eigentlich wollte ich gar nicht hier sein, aber der Grund, warum ich hier bin, ist der Yannick. Denn wir studieren beide an der Hochschule der Medien in Stuttgart, auch da natürlich dasselbe, sind im selben Semester etc. pp. Haben aber nicht dieselbe Freundin tatsächlich. Der Yannick hat es tatsächlich erfolgreich geschafft, mich die letzten paar Wochen im Glauben zu lassen, ich würde heute ein Musical anschauen in Stuttgart im SI-Zentrum. Dafür hat er sogar meine beste Freundin aus Köln herangekarrt nach Stuttgart. Die hat mir erzählt, sie hätte Karten gewonnen. Heute um 9 Uhr in der Früh steht er vor meiner Tür mit Kamerateam und sagt, ja, Yannick, du hast heute Abend deinen allerersten Stand-Up-Auftritt in Hannover. Genau, und jetzt bin ich hier. Aber keine Angst, mir geht's da genauso wie euch, wir sind im selben Boot. Denn ganz im Ernst, mir wäre es lieber, ich wäre jetzt in Stuttgart im SI-Zentrum, würde ein Musical sehen und ich glaube, euch wäre es auch lieber, ich wäre jetzt gar nicht hier. Ich habe mal 2015 in der Bavaria Filmstadt gearbeitet, als Tourguide, habe da Führungen gemacht und da war quasi jeder Tag ein Stand-Up-Auftritt. Man hat 2 bis 3 Führungen einmal am Tag gemacht und den Leuten ein bisschen was erzählt über Film und Fernsehen, ist eh meine Leidenschaft. Da ist mir dann auch so das erste Mal aufgefallen, wenn Menschen im Urlaub sind, dann geben die manchmal wirklich ihr Gehirn an der Kasse ab. Oder am Hotel. Also bei uns war das dann wirklich so, die haben bezahlt für die Führung, jetzt gehen, hier ist mein Gehirn, ich lasse mich berieseln, jetzt ist mir alles andere egal. Das hat sogar dazu geführt, dass nach 30 Minuten Führung eine Frau zu mir vorkam, ich hatte schon ein bisschen was erzählt, wir sind an den altehrwürdigen Hallen vorbeigegangen, wo schon das Manitou gedreht wurde etc. Und dann fragt sie mich, ja, sagen Sie, werden hier auch Filme gedreht? War das wahrscheinlich nicht so ein ganz klassischer Stand-Up-Auftritt, das gebe ich zu, deswegen habe ich einfach noch einen aus der Welt der Mode. Karl Lagerfeld ist diese Woche gestorben und der hat ja immer so ein bisschen ein Geheimnis gemacht um sein Alter, da wusste man nie genau, welches Baujahr das ist. Jetzt hat man dann herausgefunden, er ist mit 85 gestorben. Ich frage mich, wie haben die das gemacht? Haben sie ihn endlich aufgeschnitten und die Jahresringe gezählt? Ja. Danke. Mach nochmal Lärm für Yannick! Mein Name ist Yannick Roh. Moderator, Künstler, Dessous-Model und ab heute Stand-Up-Comedian.
Ja. Mann. Es freut mich, dass ihr auch so schön darüber lachen könnt. Ich fand's witzig, ja. Ja. Rückblickend vielleicht ein bisschen, aber traurig bin ich immer noch, dass ich nicht ins Musical gehen konnte. Also wenn da draußen jemand vielleicht ein bisschen zu viel Geld hat und mir 2 Karten für Anastasia, das Musical, schenken möchte, dann einfach an der Rezeption Bescheid geben, die Karten direkt abgeben. An der Stelle möchten wir uns übrigens nochmal bedanken an Lachtose und das Marlene-Café, dass wir dort drehen durften. Ja, Joshua, sag mal, hier hat man schon ein bisschen Mitleid, glaube ich, so mitbekommen. Wie war es im Chat? Nicht so sehr. Also die Leute da sind sehr noch auf Till und India fixiert gewesen. Da ist sehr viel Reaktion. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören wollt, was da... Die hätten niemals irgendwie Platz hier bekommen sollen in der Sendung, Till und India. Die machen sich da viel zu groß. Ansonsten... Wahnsinn. Ja. Grüße an Katharina. Ja. Ja, schade. Hätte ich gehofft, dass da irgendwie mehr kommt, weil mich hat es tatsächlich sehr, sehr... Ja, ein bisschen den Glauben an die Menschheit so erschüttert. Ich war sehr naiv, zumindest muss ich sagen. Den Glauben an Yannix, ne? Den Glauben an Yannix, ja. Joshua, willst du dich vielleicht mal zu uns setzen? Wir proben heute mal wie ein altes Format aus dem Radio. Wir haben angefangen bei Horaz 88.6. Ein altes Format von damals, die Freestyle-Minute, auch im Fernsehen funktioniert. Das heißt, wir reden einfach mal querbeet über das, was uns interessiert. Genau, Yannick, du hast ein Thema heute mitgebracht, oder? Ja, und zwar liegt es mir sehr am Herzen, Umweltschutz, was zu tun gegen den Klimawandel. Und da passiert ja auch im Moment einiges, ja, nur halt von unserer Generation, irgendwie nicht von uns Studenten. Nee, also es ist ja wahnsinnig beeindruckend, was Schüler da auf die Beine stellen. Jeden Freitag gehen tausende Schüler auf die Straßen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Und wir sind eher so die Generation, die einen Veggie-Schnitzel bestellt, aber halt im Ryanair-Flieger für 1995 nach Marrakesch. Und vor allem also bei uns als Studenten, das war auch mal anders, wir waren schon auch mal politischer. So weiß ich nicht, 1968 ist es auch schon lange her, aber so in den 90er Jahren, 2009 bundesweiter Bildungsstreik, wo diverse Universitäten besetzt wurden. Aber bei uns, ich weiß nicht, wenn ich Freitag nicht in die Uni gehe, das interessiert keinen. Ich habe freitags eh gar keine Vorlesung. Nee. Jetzt, dass ich auch mal vielleicht noch was sage in der Gesprächsrunde hier. Stimmt, du hast dich ja jetzt gerade so umgesetzt. Komm mit. Nee, das war eigentlich nur, damit du mal ein bisschen, damit du dich, du stehst die ganze Zeit. Ja, das ist tatsächlich wichtig. Ich stand jetzt 2 Wochen lang seit der letzten Sendung. In der Redaktion beschäftigt uns das Thema tatsächlich auch. Und wir haben deswegen den Hashtag Yannick for Future ins Leben gerufen. Und das heißt, jeder von uns aus dem Redaktionsteam zumindest hat sich eine Herausforderung ausgedacht, wie man mit kleinen Dingen im Alltag vielleicht auch schon was für den Umweltschutz tun kann. Und nächste Woche stellen wir uns die Herausforderung. Das ist zum Beispiel bei dir. Genau, ich werde mich mal eine Woche lang strikt vegan ernähren und mal schauen, vielleicht stellt sich ja auch raus, dass es gar nicht so schwer ist und dass ich das dann darüber hinaus auch fortsetzen kann. Bei mir ist es so, ich würde gerne was in Angriff nehmen, was ich immer schon so irgendwie aus Bequemlichkeitsgründen nie länger als ein paar Tage verfolgt habe. Ich würde gern verpackungsfrei einkaufen, also wirklich jetzt eine Woche lang, und das mal ausprobieren. Es ist ein bisschen mehr Aufwand, und dann würde ich einfach gerne mal schauen, wie viel mehr Aufwand ist es. Und dabei könnt ihr uns dann begleiten. Genau, ihr könnt zuschauen auf den Social-Media-Kanälen, aber ihr könnt natürlich auch sagen, hey, das klingt interessant, da mache ich mit. Dann einfach unter dem Hashtag Yannick for Future, und wir sind gespannt, was ihr da so macht. Genau, Instagram, Twitter, Facebook. Joshua, sag mal, wie ist es denn? Du hast 2 Wochen lang die Stellung hier gehalten. Genau, vielen Dank dafür. Ja. Aber sind wir heute auch wieder ausgebucht? Ja, wir sind, also das ist wirklich, es geht hier rund. Ich kann mal so viel Erfolg haben wir als Hotel. Also, das ist verrückt. Es ist wieder ein Schlüssel ist noch da. Und ich glaube, das ist auch wieder der Spezialschlüssel, der noch da ist. Und der geht heute, den hat, ich schau mal ganz kurz nach, hier. Es ist eine Dame, die sehr vielseitig ist. Sie ist Radiomoderatorin, sie spielt Impro-Theater und sie mag keine Pferde. Das ist natürlich, also vielseitig kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und sie ist jetzt aber die letzten Wochen gerade in Stuttgart, weil sie fängt bald beim NDR an und tritt dort eine Stelle an. Und dann haben wir die Möglichkeit genutzt, solange sie noch hier ist, sie auch einzuladen. Hier ist Merle Giebeler. Hallo Merle. Hallo. Hallo Merle, schön, dass du, schön, da, dass bist. Du da bist. Setz dich doch. So, der Joshua schenkt uns auch wieder ein bisschen was von unserem Bier ein, das wir gebraut haben und vorgestellt haben von Klärwerk zusammengebraut. Sag mal, Merle, ganz zu Beginn die Frage, warum eigentlich Radio? Die muss ich stellen, wir sind hier im Fernsehen, warum Radio? Weil ich scheiße aussehe. Ich weiß nicht, das ist jetzt so.
Nee, meinst du den direkten Vergleich, Radio-Fernsehen? Ja, oder was, warum ja, ich Bock was gefällt auf Radio? Dir am Radio? Ich spreche gerne, glaube ich. Also ich spiele auch sehr viel Theater und deswegen arbeite ich viel mit der Stimme und deswegen gefällt mir das Radio einfach unglaublich gut. Mhm. Und ich mache es gern. Ja. Jetzt sagt man natürlich, also die Hörerzahlen sinken ja beim Radio, ähnlich wie beim linearen Fernsehen auch. Wie glaubst du, wird sich das Radio entwickeln oder wie geht man darauf ein in den Radiosendern? Ja, also, das ist, glaube ich, hohe Radiophilosophie, die dann trink, ich... Also, erstmal einen Schluck drauf Bier, und dann kannst du noch nachdenken ja. währenddessen. Gut. Okay. Prost. Prost, Prost. Hier unsere Version eines dunklen Pale Ales. Herrlich. Ein herrlich, herrlich. Ale. Ja, jetzt geht das auch direkt viel besser. Nee, aber hast du den Eindruck gehabt bei deinem alten Radiosender, dass da was getan wurde gegen sinkende Hörerzahlen oder wie man damit umgegangen ist? Ja, daran gearbeitet wird da immer. Was ich glaube, was so die ganze Medienlandschaft einfach merkt, ist, dass die Digitalisierung voranschreitet und das ist einfach überall spürbar und die ist einfach so schnell, dass viele nicht mehr hinterherkommen. Wie sich das jetzt aufs Radio auswirkt, konkret, finde ich ganz, ganz schwer zu mutmaßen. Ich glaube, das ist ähnlich wie beim Fernsehen eben in Richtung ja, mehr Podcasts ja. und also so weiter. Also On-Demand-Inhalte, genau, das ist genauso wie beim Fernsehen mit Netflix auch. Auch wir sind jetzt ins Internet gegangen. Genau. Aber hast du auch irgendwie mal vorgehabt oder hast du auch Pläne, einen eigenen Podcast zu haben oder ist das nichts für dich? Nee, bislang gar nicht. Also ich habe tatsächlich nie intensiv genug drüber nachgedacht. Also sicher wäre das mal interessant. Bislang gab es nicht die Zeit dafür und bislang hat mich das konventionelle Radio so sehr beschäftigt, dass ich mich damit noch nicht weiter auseinandergesetzt habe. Aber hätte ich Zeit und Energie, dann würde ich da schon was reinstecken. Ich glaube, so ein themenfokussierter Podcast wäre sicher mal ganz interessant zu machen. Mhm. Du hast lange bei einem privaten Radiosender gearbeitet. Mhm. Jetzt wechselst du zum Mai hin zum NDR, also öffentlich-rechtlich. Mhm. Wie ist da so die, wie sind da die Unterschiede zwischen privat und öffentlich-rechtlich? Noch bin ich nicht da. Ja. also was ich, bei mir ist es vom Arbeitsfeld jetzt was ganz Neues. Ich war sehr stark in der Entertainment-Branche eigentlich drin, habe unsere Nachmittagssendung moderiert im Privatfunk und gehe jetzt eigentlich in ein Regionalstudio, spreche Nachrichten, werde seriös und werde freie Journalistin. Also, ja. Ich habe eine Frage aus dem Chat an dich, Merle. Wie sieht es denn aus, was hast du studiert? Ich habe Informationsdesign studiert im Bachelor und das war's. Hast du das hier an der Hochschule gemacht? Hier, ja. Aber dann über Umwege dann doch ins Radio. Auch ich habe bei Horaz, bin ich gestartet. Dieselben Wurzeln? Dieselben Wurzeln, ja. Wir spüren's. Ja, und dann über diverse Probierwege bin ich dann dahin gekommen, ja. Genau. Außerdem spielst du auch Impro-Theater im Ensemble Kanonenfutter. Helfen dir da die Fähigkeiten oder die Kenntnisse, die man da erlangt, auch beim Radio machen? Schon, ja, doch. Die kann man gut miteinander kombinieren. Ich meine, also ich habe 2 Jahre Sendung gemacht. Da gab es immer mal wieder Pannen, auf die man spontan reagieren musste. Und da ist es nicht ganz verkehrt, wenn man imstande ist zu improvisieren, ja. Game Time! Wir spielen ein Spiel. Und das nennt sich Podcast Undercover. Das ist ein bisschen komplizierter, da dürfen alle 3 mitspielen, deswegen erkläre ich das jetzt schnell, während sich unsere Leute da an den Tisch setzen. Letzten Endes geht es darum, die 3 machen einen Podcast und 2 von diesen 3 Leuten wissen das Thema, die 3. Person ist ein Maulwurf, die weiß nichts. Die muss einfach mitreden und versuchen nicht aufzufallen. Und die Themen stehen aus einem Themenpool, 20 Themen rund um das Thema Freizeit. Und eine Runde geht 1 Minute 30 lang. In der Zeit wird dieser Podcast eben abgehalten. Und ja, es wird dann eingeblendet, wer Maulwurf ist. Ihr seht das dann alles, die wissen es nicht. Impro-Künste können da jetzt auch helfen. Viel Spaß dabei. Wunderbar. Wir sind hier bereit zum Podcasten. Das heißt, ich würde sagen, wir schauen uns einfach das erste Thema an, oder? Sonst, du hast es verstanden, oder? Ich habe alles verstanden, ja. Danke. Es ist ein sehr, sehr witziger Themenpool, den wir da haben. Mhm. Am besten gefällt mir, dass da Netflix und Sex draufsteht. Ja, dann würde ich sagen, es geht los mit Runde 1. Herzlich willkommen zum Podcast Freizeit, Freizeit und Sex.
Heute eine illustre Runde von drei Kennern der Branche, der Freizeit vor allem. Ihr kennt euch aus dem Thema Freizeit. Jetzt sind wir bei etwas, was, glaube ich, jeder auch schon mal gemacht hat. Ja, definitiv. Das ist eine Freizeitbeschäftigung, die vielleicht je nach Alter kann die mal wichtiger, mal weniger wichtig sein. Das ist tatsächlich so, aber es ist ja bei vielen Sachen auch so, dass man, wenn man jung ist, wenn man dynamisch ist, dass man da irgendwie mehr drauf anspringt als jemand, der vielleicht schon einen Ticken älter ist. Vollkommen richtig, ja. Da schlägt man ja hin und wieder auch mal einen anderen Weg dann wieder ein, verwirft Altes, sucht sich Neues und geht neue Wege damit. Und man kann sich auch in verschiedenen, also es war jetzt, von euch so ein bisschen undefiniert, die Aussagen. Da wünsche ich mir vielleicht mehr Expertise hier im Podcast persönlich. Okay. Aber es unterschwellige ist Kritik? Ja, also da. Meinst du, wir haben es noch nie getan? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal getan habt. Ich habe es schon mal gemacht, ja. Also ich habe es auch schon gemacht. Bei dir? Ich auch, ja. Doch. Nicht uns, ja. Du kamst ein bisschen später jetzt mit der Antwort. Ja, nee, doch, aber klar. Es ist etwas, also ich. Ich glaube, bei mir würde es auch vielleicht mit dem Alter wichtiger werden, aber im Moment habe ich da schon eine große Leidenschaft dafür. Und, ja, ich habe es mal ausprobiert, aber muss tatsächlich sagen, letzten Endes hat es sich doch als was herausgestellt, was ich nicht jeden Tag brauche. So, meine Lieben, ich hoffe, wir wissen, wer der Maulwurf ist. Wir zeigen mal drauf. In 3, 2, 1... Ah, das ist jetzt eindeutig. Bist du der Maulwurf? Ja, tatsächlich bin ich leider der Maulwurf. Du bist der Maulwurf. Ich wusste das Thema nicht. Ich gucke jetzt nochmal in den Themenpool. Also ein paar Andeutungen haben für mich schon für Sex gesprochen. Aber dann war auch zwischendurch irgendwas mit Aufschlagen oder so. Deswegen, auch wenn es nicht so richtig passt, Tennis? Na, auch das, ja, was im Alter wichtiger wird. Habe ich aber noch nicht gemacht. Tennis war es auch gar nicht. War? Es war Sammeln. Sammeln. Ja, wir sind ja alle Jäger und Sammler. Ja. Du vielleicht eher weniger. Aber das macht nichts. Ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde. Ja. Erstmal schauen, was Sache ist. Dann würde ich sagen, Runde 2. Auch heute wieder herzlich willkommen zum Podcast Freizeit und Sex. Wir sind heute jetzt bei einem Thema angelangt, was man in der Freizeit machen kann, was meistens zu bestimmten Zeiten stattfindet. Also ist jetzt nichts, was 24 Stunden abgeht, aber meine Frage direkt, ob ihr schon mal Erfahrungen damit gesammelt habt. Gesammelt habt? Was habt ihr gemacht? Macht ihr nichts draus. Ja, nee, tatsächlich ist es für mich auch ein Hobby. Ich schaue es gerne mal einfach auch zu, muss ich ganz ehrlich sagen, und brauche dann gar nicht selbst. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht bei Sex sind, aber. Ich brauche da gar nicht selbst aktiv zu sein, sondern es reicht mir aus, einfach von außen zuzuschauen. Merle, wie geht's dir damit? Ja, ich möchte gerne nochmal auf den Zeitaspekt eingehen, hast du ja gerade schon eingeworfen. Ich finde, morgens funktioniert am besten. Morgens funktioniert am besten, ne? Ja. Das kommt drauf an, auch das ist, morgens ist möglich. Es gibt ja tatsächlich, man kann das ja auch, es gibt ja Fassungen quasi, die, ja, also Variationen, wo es wirklich 5 Stunden lang geht und dann vielleicht teilweise auch morgens schon losgeht. Genau, morgens kann es auch schon loslegen. Es ist jetzt eine Freizeitbeschäftigung, die einen bestimmten Ort benötigt. Das ist ganz wichtig, wenn man jetzt darüber redet. Das ist ein Ort, zu dem man sich erstmal hinbewegen muss. Das ist jetzt nichts, was man einfach so daheim machen kann. Das sind für mich Orte, die total sind. Oh, da sind wir schon unterbrochen. Wir waren gerade mitten im Fluss, aber jetzt müssen wir doch tippen, wer ist der Maulwurf? Wer war denn Maulwurf? 3, 2, 1. Warst du Maulwurf? Ja, okay. Oh nein, du warst Maulwurf. So, Maulwurf, meine Liebe, was kann man morgens machen? Mit dem Morgen hast du dich ein bisschen verraten. Was kann man abends machen? Was kann man immer machen? Aber wo schaut Yannick gerne zu? Ja, okay, dann war es doch, es war nicht das Kino, ne? Wer hätte das Kino gesagt? Es war das Theater. Ja, tatsächlich. Oh. Aber kann man auch morgens mal hingehen. Natürlich kann man auch morgens mal hingehen. Ja, klar. Dann schauen spielt wir uns halt meistens direkt, keiner. Schauen wir uns direkt die dritte Runde an. Okay. So, dann, sagst du noch? Ja, ich sag's. Runde 3.
Ja, herzlich willkommen. Wenn mein Kompagnon hier trinkt, dann eröffne ich das Ganze. Herzlich willkommen zu Freizeit, Freizeit und Netflix. Genau, wieder eine illustre Runde. Merle, dein Start, Plädoyer. Wie geht's dir mit diesem Thema? Gespalten, muss ich sagen. Für die einen ist es ja wirklich was Schönes, muss man sagen. Für andere ist es tatsächlich eher Zwang. Also tatsächlich ein Zwang, um eben in der Öffentlichkeit dann aufzutreten. Ich bin eher, ja, wenig Erfahrung damit, muss ich sagen. Also wenig Berührungspunkte damit. Wenig Berührungspunkte. Ja, also man ist... Das heißt, du hast gar nicht die Legitimation, jetzt hier zu sein, weil du zu wenig darüber weißt. Man darf ja auch als Fachfremder wohl mal mitdiskutieren, ja, klar, oder? Aber hier ist ja halt auch eine Expertenrunde. Gut, also... Da spüre ich jetzt gewisse Spannung. Ich möchte jetzt hier nicht, dass das irgendwie noch eskaliert. Trotzdem muss man ja sagen, die meisten sind da ja tatsächlich, also es gibt wenige, die es machen, viele, die zuschauen. Und, die meisten von uns allen, denke ich, sind da eher passiv, oder? Ja, tatsächlich. Also ich muss jetzt sagen, ich hatte damit auch schon mal Berührungspunkte. Ich habe es auch schon mal ausprobiert. Ist jetzt nichts, wo ich hängen geblieben bin. Nee, aber da sind wir auch froh, dass wir an so einer tollen Hochschule wie dieser studieren. Ja? Da kriegt man dann auch die Möglichkeiten, sowas mal zu machen. So. Wer war Maulwurf? 1, 2, 3. Okay, Uneinigkeit, das erste Mal. Tja, ich war Maulwurf. Ich war auch Maulwurf. Ich dachte, du warst nicht Maulwurf. Ich war auch Maulwurf. Achso, ich war im Solarium. Ah, okay. Jetzt habe ich das Spiel kaputt gemacht. Okay, wir beide waren Maulwurf. Ja, da war die Spieleredaktion mal sehr kreativ und hat zwei Maulwürfe untergemischt. Okay, gut. Ja, das kennen wir ja schon von denen, aber gut, dass wir es vorhin schon besprochen hatten, was im Falle eines Falles passiert. Wir zumindest sind jetzt mit dieser schönen Podcast-Runde, trotz der Anfeindungen, es hat sehr Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, Merle, für den... Oh, du nimmst es gar nicht mehr ernst. Vielen Dank für deinen Besuch hier. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Schön, dass ich da sein durfte. Genau, wir sind nicht nur mit dem Podcast am Ende, sondern auch schon mit dieser kleinen, aber feinen Sendung. Wir haben auch Social Media. Wenn ihr die 2 Wochen nicht überbrücken könnt, dann könnt ihr euch da mal umschauen. Da gibt es wahnsinnig lustige Inhalte und vor allem gibt es dann auch den Yannick4Future-Hashtag. Den gerne nutzen. Dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder, am 28.04. Bis dahin, 2 schöne Wochen. Frohe Ostern, bis bald.